Ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ursula Rudnick, ich bin Studienleiterin des Vereins Begegnung Christen-Juden Niedersachsen. Heute Abend wird bei uns Referent sein Professor Dr. Emeritus Klaus Wengst. Den allermeisten von Ihnen ist er bekannt. Er lehrte als Professor an der Universität Bochum von 1981 bis 2007, 19, bis 2007 Neues Testament. Sein wissenschaftlicher exegetischer Ansatz war zunächst sozialgeschichtlich orientiert und dann folgte die Einsicht der Bedeutung des Judentums für die Auslegung des Neuen Testamentes. Und diese Einsicht schlug sich in den wissenschaftlichen Forschungen zum einen nieder, aber auch im aktiven Engagement. So war er von 1992 bis 2006 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, später Vorsitzender des Evangelischen, also genau genommen nicht später, sondern quasi parallel Vorsitzender des Evangelischen Studienkreises Kirche und Israel in Rheinland und Westfalen. Und Klaus Wengst hat sich wie kaum ein anderer darum bemüht, antijüdische Lesarten des Neuen Testamentes zu bekämpfen. Die Publikationen, von denen sehr viele allgemeinverständlich auch sind, sind zahlreich. Die jüngste ist Wie das Christentum entstand, eine Geschichte mit Brüchen im ersten und zweiten Jahrhundert. Und darum genau geht es, zu schauen heute, wie das Christentum entstand. Das erste Jahrhundert haben wir uns zum Teil schon einmal mit Klaus Wengst angeschaut. Und jetzt geht es um den Blick vor allen Dingen in das frühe zweite Jahrhundert. Wo waren diese Brüche? Wann können wir diese Brüche feststellen? Wie ist es um diesen Geburtsfehler des Christentums bestellt? So viel von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt, lieber Herr Wengst, haben Sie das Wort. Herzlich willkommen. Also ich habe in diesem Rahmen schon im vorigen Jahr einen Vortrag gehalten. Bei ihm lag der Schwerpunkt auf der Darlegung dessen, dass es im ersten Jahrhundert noch kein Christentum gab. Also eine Gemeinschaft von Menschen, die sich unter dieser Bezeichnung als eine andere Religion im Unterschied zum Judentum verstanden hätte. Der Anfang war jüdisch. Das sei jetzt zur Erinnerung nur in kurzen Thesen wiederholt. Jesus war Jude. Nichts von dem, was er sagte und tat, führt über das Judentum hinaus oder aus ihm heraus. Das gilt nicht nur für einen sehr hypothetisch rekonstruierten historischen Jesus, noch viel wichtiger ist, es gilt für alles, was über Jesus in den teilweise sehr unterschiedlichen vier kanonischen Evangelien steht. Dass nach Jesu Hinrichtung an einem römischen Kreuz überhaupt noch von ihm die Rede war, für die allgemeine Wahrnehmung galt er damit als endgültig gescheitert, hatte einen bestimmten Grund. Einige aus seiner Anhängerschaft kamen zu der Überzeugung, Gott hat Jesus von den Toten aufgeweckt. Das ist der Grundsatz des Neuen Testaments. Ohne ihn wäre nichts über Jesus überliefert worden und wüssten wir also gar nichts über ihn. Dieser Satz konnte nur innerhalb des Judentums, und zwar in pharisäischer Tradition, gesagt und verstanden werden. Verbunden war damit die Vorstellung, dass mit der Auferweckung Gott Jesus, der als König der Juden gekreuzigt worden war, zum königlichen Gesalbten, zum Messias gemacht hat. Auch das eine jüdische Tradition, die keine Entsprechung im griechisch-römischen Bereich hat. Entscheidend für die weitere Entwicklung war, dass in den Städten der Mittelmeerwelt mit jüdischen Gemeinden nicht-jüdische Menschen zu dem messianischen Glauben an Jesus dazukamen. Aber das waren sehr bestimmte Personen, nämlich nach Ausweis der Apostelgeschichte und gemäß historischer Wahrscheinlichkeit sogenannte gottesfürchtige
bzw. Gottesverehrende. Das waren mit dem Judentum Sympathisierende, angezogen von dem Glauben an den einzigen Gott und der hochstehenden jüdischen Ethik. Aufgrund ihrer Einbindung in die griechisch-römische Welt konvertierten sie jedoch nicht. Sie nahmen den unterschiedlichen Graden am jüdischen Leben teil und blieben sozusagen in der zweiten Reihe. Sie konnten die Verkündigung von der Auferweckung Jesu, von ihm als Messias und von der für die Endzeit erwarteten und jetzt schon wirkenden Gabe göttlicher Geisteskraft verstehen. Für die Mehrheit in den Synagogen war diese Verkündigung unglaubwürdig. Denn zu Messias gehört das messianische Reich. Von einer grundlegenden Veränderung der Welt war jedoch nichts zu spüren. Einige aber, jüdisch und nichtjüdisch, ließen sich überzeugen. Um ständigen Streit über die Messiasfrage aus dem Weg zu gehen, versammelten sich die Messiasgläubigen nebenher in privaten Versammlungen. Das bedeutete für die jüdischen Mitglieder keinen Austritt aus der Synagoge. Sie verblieben in deren Kontext. Das lässt sich an den messiasgläubigen Ehepaaren Priska und Aquila gut beobachten. Die Gottesfürchtigen werden sich weiter als Hinzugekommene verstanden haben, hinzugekommen zu Israels Gott und nun in einer kleinen Gruppe gleichberechtigt sich mit Juden und Jüdinnen treffend, nicht mehr in der zweiten Reihe. Streit gab es auch innerhalb der messiasgläubigen Gemeinschaft, einmal um die Frage, ob hinzukommende Nichtjuden beschnitten werden müssten oder nicht. Sie wurde einvernehmlich geregelt, das nicht. Zum anderen, ob gemeinsames Leben unter jüdischen oder nichtjüdischen Bedingungen stattfindet. Diese Frage wurde nicht gelöst. Es gab dann zwei unterschiedliche Praktiken, wobei sich aber auf Dauer die nichtjüdische Variante durchgesetzt hat. Nach der Katastrophe des jüdisch-römischen Krieges mit der völligen Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 erwiesen sich die pharisäische und die messiasgläubige Gruppe als überlebensfähig. Zwischen ihnen verschärfte sich der Streit um Jesus als Messias. Auch der ist immer noch innerjüdisch, aber es treten Bruchstellen zutage. Das sei ebenfalls nur eben skizziert. Die Messiasgläubigen setzen ihren Glauben an den Messias Jesus absolut. Sie erklären die schlimmen Ereignisse und Folgen des jüdisch-römischen Krieges als Strafe Gottes für die Nichtanerkennung Jesu und sprechen den anderen wirkliche Erkenntnis Gottes ab, wenn sie ihn nicht in Jesus erkennen. Die andere Seite stellt die Grundaussage der Messiasgläubigen von der Auferweckung Jesu als betrügerische Behauptung dar. Jesu Schüler hätten den Leichnam Jesu verschwinden lassen. Und sie ergreift distanzierende Maßnahmen von sozialer Isolierung und wirtschaftlicher Boykottierung, die den Jesusleuten das Leben in der synagogalen Gemeinschaft unbequem machen. Die sich hier zeigenden Bruchstellen werden dazu führen, dass die messianischen Gemeinden für Jüdinnen und Juden weniger attraktiv erscheinen. Ihr Anteil in ihnen wird immer geringer werden, damit auch derjenige der Gottesfürchtigen, während der Anteil derer aus der Völkerwelt, die keine Beziehung zum Judentum und damit auch kaum Kenntnis von ihm hatten, zunehmen wird. Das führt zur Entstehung des Christentums. Und nun mein heutiger Hauptteil, Gewinnung christlicher Identität, im völligen Gegensatz zum Judentum. Diesen Punkt möchte ich an drei Bereichen aufzeigen. Erstens am Umgang mit der Heiligen Schrift der jüdischen Bibel. Zweitens am Verständnis der Person Jesu. Und drittens an ritueller Praxis. Ich beziehe mich dabei auf drei Schriften und eine Schriftengruppe außerhalb des Neuen Testaments. Ich stelle sie kurz vor. Da ist einmal der sogenannte erste Clemensbrief von der römischen Gemeinde an die Gemeinde in Korinth gerichtet, wahrscheinlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts von einem in Rom führenden Presbyter namens Clemens geschrieben. Clemens ist durch und durch Römer.
Vom Kaiser und seinen Mandatsträgern spricht er als unseren Herrschern, die er in Entsprechung zum himmlischen Herrscher setzt. Das römische Militär mit seiner hierarchischen Struktur und dem System von Befehl und Gehorsam dient ihm als Modell für die Gemeinde. Anlass des Schreibens ist der Umstand, dass in der Gemeinde in Korinth auf Betreiben junger Leute einige Presbyter abgesetzt wurden. Das kennzeichnet Clemens mit dem Ausdruck, der für das politische Rom das schlimmste politische Verbrechen bezeichnet: Aufruhr, griechisch Stasis, lateinisch Seditio. Die Wahrnehmung des Konflikts in Korinth in der Umgang mit ihm durch Clemens entsprechen dem, wie sich Rom auf der politischen Ebene mit Störungen der von ihm gesetzten Ordnung in den Provinzen verhält. Im ersten Clemensbrief ist Jüdisches verblasst und Römisches dominant. Sodann ziehe ich den sogenannten Barnabasbrief heran. Er wurde von einem uns unbekannten Autor, der sich als Lehrer versteht, wahrscheinlich zwischen 130 bis 132 verfasst. Er ist vollständig in dem berühmten Codex Sinaiticus erhalten, einer Bibelhandschrift aus dem 4. Jahrhundert. Wo sie gebraucht wurde, galt er daher als kanonisch und muss dort schon vorher diese Geltung gehabt haben. Weiter bespreche ich Aspekte aus den Briefen des Bischofs Ignatius aus Antiochia. Er wurde gegen Ende der Regierungszeit des 117 gestorbenen Kaisers Trajan in Antiochia zum Tode durch Tierkampf verurteilt und zur Vollstreckung des Urteils nach Rom überführt. Unterwegs konnte er mit Gemeinden in Kleinasien kommunizieren. An sie richtet er anschließend Briefe. Erstmals Ignatius gebraucht den Begriff Christentum, und zwar als Selbstbezeichnung. Er versteht ihn im strikten Gegensatz zu Judentum. Schließlich gehe ich in einen bestimmten Zusammenhang auf die sogenannte Lehre der Aposteln, die Didache, ein, die älteste uns erhaltene Kirchenordnung, wahrscheinlich anfangs des 2. Jahrhunderts in Syrien verfasst. Erstens, der Umgang mit der Schrift. Beim Verfasser des Barnabasbriefes handelt es sich um einen Nichtjuden. Er kennzeichnet seine von ihm vorgestellte Leser- und Hörerschaft als Menschen aus den Völkern, die zum Glauben an Gott gelangten und deren Herzen voll von Götzendienst waren. Mit ihnen fasst er sich in einem gemeinsamen Wir zusammen. Dieser Nichtjude war aber auch kein Gottesverehrer. Jüdisches ist ihm völlig fremd. Es zeigen sich grobe, vielleicht sogar böswillige Missverständnisse. So behauptet er, für ein Opfer am Versöhnungstag als Schrifttext und allein alle Priester sollen das Gedärm ungewaschen mit Essig essen. Aus dieser unsinnigen Behauptung gewinnt er eine Auslegung auf Jesus, insofern ihm am Kreuz Galle mit Essig gereicht worden sei. Ein solch verzerrender Umgang mit Jüdischen ist hier kein Einzelfall. Im größten Teil seines Schreibens bezieht sich der Verfasser auf Schritt und Tritt auf die Schrift. Es gibt so gut wie keine Aussage, die er nicht mit ihr im Zitieren und Auslegen begründet. Diese Schrift ist die jüdische Bibel in Form der Septuaginta, von griechisch sprechenden Juden aus dem Hebräischen übersetzt und lange von ihnen gebraucht. Nach dem Verfasser hat Israel, haben die Juden die Schrift, also ihre Bibel, zu keiner Zeit, also nie, von Anfang an nicht, richtig verstanden. Zum Beispiel, Gott habe gesagt, dass die Beschneidung nicht am Fleisch erfolgen soll,
Aber sie haben das übertreten, weil ein böser Engel ihnen etwas weiszumachen suchte. Das meint er, mit Bibelzitaten begründen zu können, und zwar solchen Zitaten, die metaphorisch von der Beschneidung der Herzen sprechen und die er verabsolutiert. Er erwartet als einen möglichen Einwand gegen seine Auslegung, und doch ist das Volk beschnitten zur Besiegelung. Das entspricht der Aussage, dass Gottes Bund mit Israel galt und weiter gilt, und darauf ist die Beschneidung gleichsam ein Siegel, eine aufgeprägte, nicht zu eliminierende Bestätigung. Das also, von anderen noch vertreten, weist der Verfasser entschieden zurück. Er tut das durch Konsequenzmacherei. Aber auch jeder Syrer und Araber und alle Götzenpriester, behauptet er, seien beschnitten. Folglich würden auch jene zu ihrem Bund gehören. Mit der von Abraham erzählten ersten Beschneidung, die den Bund besiegelt und so als Bundeszeichen gilt, geht er anschließend in geradezu skurriler Weise um. Er versteht es, den biblischen Bericht vom real Erzählten zu lösen und als Vorausblick auf Jesus und das Kreuz zu deuten. Abraham habe die Beschneidung vollzogen, Zitat, weil er in Geisteskraft auf Jesus vorausblickte. Was dieser, nämlich Abraham, dabei sah, entnimmt der Verfasser der Angabe, dass er, so sein Zitat aus der Septuaginta, 18 und 300 in dieser Reihenfolge Männer beschnitt. Buchstaben haben auch Zahlenwerte. Im Griechischen ergeben Jota als 10 und Eta als 8 somit die Zahl 18. Da hast du Jesus, sagt dieser Verfasser. Denn Jota und Eta bilden die ersten beiden Buchstaben dieses Namens Jesus. Den Zahlwert 300 stellt im Griechischen das Tau, also die Form unseres T, dar. Und das hat die Form des Kreuzes. Also folgert der Verfasser, er, Abraham, weist also auf Jesus mit den zwei Buchstaben hin und mit dem einen auf das Kreuz. Auf diese Auslegung, die ja nur in der griechischen Übersetzung der Bibel funktioniert, ist dieser Verfasser mächtig stolz. Es weiß, der die eingepflanzte Gabe seiner Lehre in uns gelegt hat, niemand hat von mir eine treffendere Auslegung zu lernen bekommen. Ein Bund zwischen Gott und Israel hat es nach diesem Verfasser nie gegeben. Das legt er zweimal dar und begründet das damit, dass Mose die beiden steinernen Tafeln mit den Worten Gottes angesichts des goldenen Stierbildes zerschmetterte. Und so folgert er, und ihr Bund zerbrach, damit der des Geliebten, Jesus, in unser Herz eingesiegelt würde. Der Bund, sagt er, gehört uns, nur uns. Und uns ist die Schrift, Zitat, offenbar, jenen aber deshalb dunkel, weil sie nicht auf die Stimme des Herrn gehört haben. Die Schrift, nochmal zur Erinnerung, es ist die jüdische Bibel, wird radikal nostrifiziert. Wenn man das ins Deutsche übersetzt, verunsert. Das finde ich eine treffende Bezeichnung dafür, was hier geschieht, eine Verunserung. Würde ich auch dann mit Bindestrich dazwischen schreiben, damit das Ver in seiner Bedeutung, wie es im Deutschen ja auch hat, deutlich wird. Was hier für Barnabas gilt, gilt ebenfalls für Ignatius. Auch wenn er im Unterschied zu diesem Barnabas kaum Gebrauch von der Schrift macht. Er behauptet, schon die Propheten hätten christlich und nicht jüdisch gelebt.
Sie, die Propheten, waren Schüler Jesu Christi in Geisteskraft und so haben sie ihren Lehrer erwartet, schreibt er. Sie sind, sagt er an anderer Stelle, durch ihn, durch Jesus Christus, zum Glauben gekommen und gerettet worden. Der Effekt ist derselbe wie im Barnabasbrief. Die Schrift wird von Israel, vom Judentum abgezogen und ganz und gar von der eigenen Gemeinschaft usurpiert. Die jüdische Bibel verliert auch von daher an Bedeutung, dass sich nach Ignatius Gott als der eine erst durch Jesus Christus offenbart habe. Und dieses Erst ergibt sich auch von daher, dass er Jesus Christus als Gottes Wort, als aus dem Schweigen hervorgekommen charakterisiert, Gott also erst durch ihn zur Sprache komme. Auch für Clemens aus Rom ist die Septuaginta selbstverständliche Autorität. Sie ist seine Bibel. Er spricht von ihr als den heiligen Schriften oder einfach als der Schrift. In ihr kennt er sich außerordentlich gut aus und zitiert sie oft. Dabei gerne solche Aussagen über Gott, die sich auch in der philosophischen Theologie der Zeit finden. Gott ist der Vater und Schöpfer der ganzen Welt, der Macher, Demiurgos, des Alls, sein Name, Urgrund aller Schöpfung. Besonders aufschlussreich ist, dass er von Gott sagen kann: Lasst uns erkennen, wie er ohne Zorn gegenüber seiner ganzen Schöpfung ist. Damit steht er im Widerspruch zur Bibel, nach der es vor allem das zum Himmel schreiende Unrecht ist, das Gott über die Maßen erzürnen lässt. Auf Israel bezogene Aussagen der Bibel bezieht Ignatius nicht auf Israel. Nach ihm ist nicht nur Adam unser Vater. Das ist ja natürlich selbstverständlich nach der Darstellung der Bibel, da Adam ja kein Name ist und er nicht der erste Israelit ist, sondern einfach Mensch. Und darum ist natürlich der erste Mensch, Adam, unser aller Vater. Aber Clemens spricht auch von den Vätern Israels, von Abraham, Isaak und Jakob, jeweils als unserem Vater. Für ihn sind sie gerade nicht Israels Väter. Die Kirche aus der Völkerwelt schafft sich so eine Vorgeschichte und reklamiert die jüdische Bibel ganz und gar und ausschließlich für sich. Die Bibel dient Clemens vor allem als ein Arsenal von Beispielen, die er umstandslos direkt auf uns bezieht. Die in der Schrift bezeugte und dort an vielen Stellen hervorgehobene Erwählung Israels hat bei Clemens keinerlei Eigenwert. Sie begründet das eigene Erwähltsein der auf Jesus bezogenen Menschen aus der Völkerwelt und zielt ausschließlich darauf. Bei Clemens geschieht diese Nostifizierung gleichsam stillschweigend und ohne Polemik. Und das kann man ja bis heute erleben. Ich erlebe es leider auch relativ oft in Predigten. In dem Schriftgebrauch dieser Autoren zeigt sich gegenüber dem der meisten neutestamentlichen Schriften eine entscheidende Verkehrung. Für letztere, für die meisten neutestamentlichen Schriften, bildet die Schrift, die jüdische Bibel, die Grundlage und den Raum, auf der und in dem allein sie deutlich zu machen vermögen: Es ist der in dieser Schrift bezeugte Gott Israels als der eine, der auch darin zu Wort und Wirkung kommt, was Jesus sagt und tut und was über ihn weitergesagt wird. Bei diesen vorgestellten Autoren dagegen und in der weiteren Kirchengeschichte bildet umgekehrt Jesus Christus
das Kriterium dafür, was aus der Schrift wie aufzunehmen ist. Und so bleibt Israel außen vor oder bildet zugleich auch das polemische Gegenüber, das keine Ahnung von der Schrift habe, sondern sie nur falsch verstehen könne. Diese Beobachtung, das sei jetzt nur angemerkt, stellt entschieden das beliebte christliche Interpretationsschema von Verheißung und Erfüllung in Frage. Die Folgen des Verlusts biblisch-jüdischer Tradition für das Verständnis der Person Jesu. Diese Folgen zeigen sich im Barnabasbrief schlaglichtartig daran, wie sein Verfasser die Bezeichnungen Gottessohn und Menschensohn gebraucht. In der biblisch-jüdischen Tradition ist der Menschensohn eine weitergehende Interpretation der Gestalt aus Daniel 7. In diesem Kapitel Daniel 7 werden die vier aufeinanderfolgenden Weltreiche mit Raubtieren symbolisiert und damit als gewalttätig und räuberhaft, als ausbeuterisch charakterisiert. Unter ihnen hatte Israel immer wieder zu leiden. Ihnen wird in dieser Vision in Daniel 7 eine von Gott herkommende Gestalt entgegengestellt wie ein Menschensohn. Das hier gebrauchte aramäische Wort Barnasham, hebräisch Ben-Adam, meint ganz schlicht Mensch. Also den Raubtieren, die die Weltreiche symbolisieren, wird jetzt ein Mensch als Symbolgestalt gegenübergestellt. Und das heißt, gegenüber der Gewaltherrschaft der Imperien geht die Hoffnung auf endlich humanes Regieren und Gestalten. Dieser Menschengestaltige wird dann in der weiteren Tradition zum von Gott beauftragten endzeitlichen Richter, sozusagen Gottes letztes Wort, das schließlich Recht und Gerechtigkeit herstellen wird. Als diesen endzeitlichen Richter sehen die Evangelien mit der Bezeichnung Menschensohn den auferweckten Jesus an, also die ersten drei Evangelien. Und Gottes Sohn meint biblisch-jüdisch, metaphorisch, eine besonders enge Beziehung zu Gott, verbunden mit einer Beauftragung. Und so ist ja in der Bibel auch Israel Sohn Gottes, also als eine sozusagen enge Beziehung von Vater und Sohn. Und auch ein Auftrag ist dabei, nämlich Zeuge Gottes vor der Welt zu sein. Im Neuen Testament ist Jesus Gottes Sohn vor allem als der königliche Gesalbte, der Messias. Und in diesem Sinn gilt er als Sohn Davids. Der Verfasser des Barnabasbriefes dagegen nennt die Aussage, dass, Zitat, Christus ein Sohn Davids sei, einen Irrtum von Sündern. Es ist auffällig, dass er in dieser Verneinung von Jesus mit der Bezeichnung Christus spricht. Damit gerade der Christus, was eigentlich der Gesalbte ist, wird verneint, dass er Sohn Davids war. Das zeigt oder die irre Ferne von allen Jüdischen, die dieser Verfasser hat. Und das belegt auch, dass er die Bedeutung des Wortes Christos als eines messianischen Titels für Jesus nicht kennt. Von der messianischen Tradition findet sich bei ihm nichts. Er negiert, dass Jesus Menschensohn und Davids Sohn sei, weil er damit als bloßer Mensch bezeichnet würde. Er stellt ihn demgegenüber als Gottessohn heraus. Und zwar meint er damit einen schon vorzeitlichen Gottessohn dem Wesen nach, eine göttliche Gestalt. Im Barnabasbrief finden wir erstmals eine in der alten Kirche beliebt gewordene Auslegung der Selbstaufforderung Gottes im ersten Schöpfungsbericht, in 1. Mose 1, 26, lasst uns einen Menschen machen.
Der Plural uns erfährt die Deutung, dass Gott hier den Gottessohn Jesus anspreche und sie dann sozusagen in Koarbeit zusammen dann den Menschen schaffen. Dieser Gottessohn, der vorzeitlich schon bei der Schöpfung beim Vater ist, der habe es ertragen, auf der Erde zu sein und dort zu leiden, damit er selbst sich das neue Volk bereitete. Damit offenbarte er, sagt der Verfasser, dass er der Sohn Gottes sei, also eine Gestalt von göttlicher Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit hat er durch das Kommen im Fleisch zurückgenommen. Zitat: Wenn er nämlich nicht im Fleisch gekommen wäre, hätten die Menschen unmöglich bei seinem Anblick gerettet werden können, da sie schon beim Ansehen der Sonne, die einmal nicht mehr sein wird und ein Werk seiner Hände ist, nicht direkt in ihre Strahlen hineinzusehen vermögen. An anderer Stelle schließt er die Auslegung einer Bibelstelle auf Jesus mit der Folgerung ab: Siehe, wiederum Jesus, nicht Menschensohn, sondern Gottessohn, als Vorbild aber im Fleisch erschienen. Jesus ist für ihn also wesentlich göttlich, nur zeitweilig Mensch geworden. Es ist hier beispielhaft zu erkennen, wenn man Jesus nicht mehr von der biblisch-jüdischen Tradition her versteht, sondern davon absehend im nur hellenistischen Kontext über ihn redet, wird er vergöttlicht. Diese Vergöttlichung Jesu geht einher mit dem Abstreifen und Abstreiten des Jüdischen. Und dieses Abstreiten und Abstreifen geschieht ausgerechnet vor allem mit Hilfe der Schrift, der jüdischen Bibel. Analoges lässt sich auch bei Ignatius aus Antiochia beobachten. Er betont mehrmals, dass Jesus Christus von David abstamme. Damit sind auch bei ihm aber keine messianischen Inhalte verbunden. Nur ihretwegen, der messianischen Inhalte wegen, gilt Jesus im Neuen Testament als Sohn Davids. Bei Ignatius dient diese Bezeichnung lediglich der sozusagen menschlichen Seite der Person Jesus Christus. Auch bei dem Wort Christus, ursprünglich die Übersetzung von Gesalbter gleich Messias, schwingen bei ihm keinerlei messianischen Inhalte mit. Die bei ihm häufige Verbindung Jesus Christus, auch in umgekehrter Reihenfolge Christus Jesus, ist als Doppelname verstanden. Dabei gibt es deutliche Hinweise, dass er mit Jesus die menschliche Seite, mit Christus die göttliche ausgedrückt sieht. Damit ist schon angedeutet: Einerseits betont Ignatius das wirkliche Menschsein Jesu, auf der anderen Seite kann er ganz unbefangen von Jesus Christus als Gott reden. Er tut das nicht weniger als 8-mal. Wenn Jesus Christus Gott ist, muss er das schon immer sein. Und so sagt Ignatius von ihm auch aus, dass er, Zitat, vorzeitlich beim Vater war und am Ende erschienen ist, dass er von dem einen Vater hervorgekommen ist und bei dem einen war und zu ihm hingegangen ist. Von dem, der Gott ist und Gott war, Jesus Christus, muss dann gesagt werden, dass er, Zitat, vollkommener im Sinn von wirklicher Mensch geworden ist, dass, wieder Zitat, Gott menschengestaltig erschien. Ich will versuchen, den Unterschied zum Prolog des Johannesevangeliums deutlich zu machen, also nur zu den ersten beiden Versen des Prologs.
Der Evangelist Johannes verdichtet an dieser Stelle das biblisch bezeugte schöpferische Sprechen Gottes am Anfang im Wort, das am Anfang bei Gott und als von Gott gesprochenes gottgleich war. Er sagt dann weiter, dass dieses Wort Fleisch wurde, nämlich in dem Menschen Jesus aus Nazareth. Also im Johannesevangelium, das Johannesevangelium begründet nicht, was mich jedes Jahr in der Weihnachts-Adventszeit jedes Mal in den Gottesdiensten ärgert, die inflatorisch gebrauchte Redeweise, dass Gott Mensch ward. Wie heißt der Kirchenvater im 4. Jahrhundert? Ach, mit A, der Gegenspieler von Arius, steht jetzt auf dem Schlauch. Athanasius. Bei dem heißt der Satz im Ganzen auch, Gott ward Mensch, damit der Mensch Gott wird. Ich will nicht Gott werden. Also, der Evangelist Johannes spricht davon, dass das Wort Fleisch wurde im Menschen Jesus. Und damit beansprucht er und macht es von vornherein deutlich, dass in der im Evangelium folgenden Erzählung über Jesus Gott zu Wort und Wirkung kommt. Es geht ihm dabei um die Selbigkeit Gottes, des Gottes, der im Anfang Schöpfung werden und in der Auferweckung Jesu von den Toten neue Schöpfung anbrechen ließ. So redet Johannes im biblisch-jüdischen Kontext. Ignatius redet im griechischen Kontext und vergöttlicht Jesus, verlegt sozusagen Gottes Wirken durch Jesus in die Person Jesu selbst. Und so kann er dann auch von der Auferweckung Jesu sagen, dass dieser sich selbst aufstehen ließ. Mit seiner Betonung der Göttlichkeit Jesu Christi auf der einen Seite und des wirklichen Menschseins Jesu auf der anderen steht Ignatius in einer heftigen Auseinandersetzung seiner Zeit. Er kämpft gegen andere in den Gemeinden, die Jesus Christus nur göttlich sein lassen. Er sei nicht wirklicher Mensch geworden und habe nur zum Schein gelitten. Darum nennt man die von Dokeo Schein Dokeden. Diese Menschen teilten eine religionsphilosophische Voraussetzung ihrer Zeit über das Reden von Gott, die von mittelplatonischer Philosophie bestimmt ist. Bei Platon gilt, dass, Zitat, Gott und was zu Gott gehört, doch ganz und gar in allerbesten Zustand sei. Von daher muss die Frage, ob sich Gott verwandeln und verändern könne, entschieden verneint werden. Zum Besseren kann er es nicht, weil er ja schon in allerbestem Zustand ist. Und in diesem Zustand wäre er nicht mehr, wenn er sich zum Schlechteren veränderte. Daher, wieder Zitat Platon, ist es für Gott unmöglich, sich nicht nur sich zu verändern, sondern schon sich überhaupt verändern zu wollen. Und genau das wird im mittleren Platonismus, der in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts noch darüber hinaus sehr wirkkräftig ist, aufgenommen und so Gott definiert als das höchste Vollkommene. Und dieses höchste Vollkommene ist nicht nur unveränderlich, sondern auch apathes, leidenslos und auch nicht leidenschaftlich. Von einem solchen Reden über Gott unterscheidet sich das Biblische fundamental. Im biblischen Reden ist Gott nicht apathes. Und jetzt gebrauche ich mal das Wort, was im Deutschen davon abgeleitet ist. Im biblischen Reden ist Gott nicht apathisch, sondern im tiefsten Sinn des Wortes sympathisch, mitleidend und sich in Mitleidenschaft ziehen lassen. Gegenüber denjenigen,
die das Menschsein Jesu nur ein scheinbares sein lassen, hält also Ignatius, gemäß dem Zeugnis der Evangelien, entschieden am wirklichen Menschsein Jesu Christi fest. Andererseits lebt er im selben Kontext und ist von diesem Kontext beeinflusst, sodass er völlig problemlos von Jesus Christus als Gott reden kann. Und daher muss er Gegensätzliches zusammenstellen. Zitat: Einer ist Arzt, fleischlich zugleich als auch geistig, erzeugt und unerzeugt, im Fleisch geborener Gott, im Tode wahres Leben, sowohl aus Maria als auch aus Gott, zuerst dem Leiden unterworfen und dann unfähig zu leiden, Jesus Christus, unser Herr. Und diese Gegensätze beschäftigt dann ja die weitere dogmatische Entwicklung bis hin zum Halse Donense mit wahrer Gott und wahrer Mensch. Was die Evangelien im Rückbezug auf die jüdische Bibel in legendarischen Erzählungen bieten, um in der gesamten Geschichte des Juden Jesus aus Nazareth Gottes Mitsein, Gottes Handeln durch ihn zu bezeugen, das versucht Ignatius und nach ihm die weitere Kirchengeschichte im griechischen Kontext auf den Begriff zu bringen, zu definieren, unter dem Verlust alles biblisch-jüdischen. Ignatius ist einer der ersten frühen Christen, die die Verkündigung von Jesus Christus in der griechischen Geisteswelt auszudrücken versuchen. Dabei steht er allem Jüdischen fremd und distanziert gegenüber und nimmt daher auch die Jüdischkeit der eigenen Tradition nicht mehr wahr. Drittens, Entwicklung religiöser Praxis im Gegensatz zum Judentum. Ignatius ist nach den uns erhaltenen Texten der Erste, ich habe es schon gesagt, der den Begriff Christentum gebraucht. Er findet sich bei ihm mehrmals. Den Schwerpunkt legt er darauf, dass er ihn im Gegensatz zum Begriff Judentum bestimmt. In einem Zusammenhang, in dem es um religiöse Praxis geht, fordert er uns als Schüler und Schülerinnen Jesu Christi dazu auf, es zu lernen, dem Christentum gemäß zu leben. Denn wer einen anderen Namen trägt als diesen, gehört nicht zu Gott. Gemäß dem Christentum zu leben, setzt Ignatius absolut. Wer nicht ihm gemäß lebt, hat mit Gott nichts zu tun. Worin es jedoch inhaltlich besteht, gemäß dem Christentum zu leben, bestimmt er im Wesentlichen negativ von einem Gegensatz her. Zitat: Es ist widersinnig, von Jesus Christus zu reden und jüdisch zu leben. Dem Christentum gemäß leben bestimmt sich daher im Gegensatz zu jüdischer Lebensweise. An einem Punkt wird Ignatius konkret. Dort stellt er nebeneinander den Schabbat nicht mehr feiern und gemäß dem Tag des Herrn leben, an dem auch unser Leben aufging durch ihn und seinen Tod. Anstelle des Schabbat steht der Sonntag. Und diese Entgegensetzung von Sonntag und Schabbat findet sich auch im Barnabasbrief in einem ganzen Kapitel, Kapitel 15. Für Ignatius sind Judentum und Christentum strikte Gegensätze. Er schreibt: Wenn euch jemand Judentum auslegt, hört nicht auf ihn. Es ist nämlich besser, von einem beschnittenen Mann Christentum zu hören, als von einem unbeschnittenen Judentum. Diese Aussage lässt einmal erkennen, dass es in den Gemeinden jüdische Mitglieder gab, die das Praktizieren jüdischer Lebensweise aufgegeben hatten. Es gab aber auch zum anderen nicht-jüdische Mitglieder, die sich zumindest teilweise an jüdische Lebensweise hielten, und das mit der Schrift begründeten.
Vom Propagieren jüdischer Lebensweise will Ignatius aber nichts wissen. Für ihn steht fest, dass alles Jüdische abgetan sei. In der ältesten erhaltenen Kirchenordnung, der sogenannten Lehre der Apostel, wird der Sonntag als Versammlungstag genannt, aber es findet sich dort keine ausdrückliche Entgegensetzung zum Schabbat. Eine klare Entgegensetzung findet sich aber in ihr im Blick auf Fasten und Beten. So wird angeordnet, dass die private Fastenpraxis nicht an denselben Tagen geübt werden soll, an denen die Heuchler fasten. Eure Fasttage sollen nicht mit den Heuchlern gemeinsam sein. Sie fasten nämlich am zweiten Wochentag, Montag, und am vierten, Donnerstag. Ihr aber sollt am dritten, Mittwoch, und am Rüsttag, Freitag, fasten. Montag und Donnerstag sind die privaten jüdischen Fasttage. Wenn nicht an diesen Tagen gemeinsam mit den Heuchlern gefastet werden darf, ist deutlich, dass damit Juden pauschal als Heuchler bezeichnet werden. Waren in Matthäus 6,16 diejenigen Heuchler genannt worden, die ihr Fasten öffentlich zur Schau stellen, so sind es hier die Juden überhaupt. Gleich anschließend wird in dieser Kirchenordnung auf eine bewusst unterscheidende Gebetspraxis gedrungen. Betet auch nicht wie die Heuchler, sondern wie es der Herr in seinem Evangelium geboten hat, so betet. Dann wird das Vaterunser in der Fassung des Matthäus-Evangeliums zitiert und daran die Aufforderung angeschlossen, dreimal am Tag betet so. Dreimal am Tag beten Juden das 18-Gebet. Weniger soll es nicht sein. Das Unterscheidende drückt sich nun in einem anderen Gebet aus. Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass gegen das jüdische 18-Gebet nun das von seiner Entstehung und von seinem Inhalt her durch und durch jüdische Vaterunser das unterscheidend Christliche markieren soll. Jeder der hier genannten Punkte, Fasten an anderen Tagen, Vaterunser statt 18-Gebet, Sonntag statt Schabbat, mag uns als nicht sehr gewichtig erscheinen. Aber es geht dabei um Handlungen, die jüdische Identität sprengen. Als Glieder einer Gemeinschaft, in der das gilt, wären Jüdinnen und Juden gezwungen, ihre Frömmigkeit betont antijüdisch zu praktizieren. Das aber heißt, eine solche Gemeinschaft, die ihre Identität gerade in Antithese zum Judentum gewinnt, kann eine nur noch nichtjüdische sein, gleichgültig, ob und wie viele geborene Jüdinnen und Juden es in ihr gibt. Es geht also bei jüdisch oder christlich Leben um Identität bildende religiöse Praktiken. Zur Zeit dieser Schriften und auch noch einige Jahrhundert weiter, vom 4. zum 5. Jahrhundert hin feststellen. Also zur Zeit dieser Schriften gab es noch Gemeindemitglieder, die jüdische Lebensweise praktizierten. Das darf nach deren Autoren nicht sein. Ignatius führt zur Begründung seiner Ablehnung schon ein Ablösungsmodell vom Judentum zum Christentum an, also die berüchtigte Substitution. Das Christentum hat nicht an das Judentum geglaubt, sondern das Judentum an das Christentum, in das jede zum Glauben gekommene Zunge versammelt worden ist. Und die Aufforderung, das zum Alten, nämlich zum Judentum Gehörige, abzutun, formuliert Ignatius ausgerechnet in Anlehnung an den Pessachbrauch vom Fortschaffen des Sauerteigs. Schafft also den schlechten Sauerteig beiseite, den alt und bitter gewordenen, und wendet euch zu neuem Sauerteig, das heißt Jesus Christus. Der Begriff Christentum taucht also zuerst da auf, als die messiasgläubige Gemeinschaft sich antijüdisch definiert und so zur bloßen Völkerkirche wird. Ein ganz kurzer Schluss. Als die auf Jesus bezogene Gemeinschaft sich in dieser Weise als Christentum benennt und versteht, tut sie das also in einem ausschließenden Gegensatz zum Judentum.
Wenn das die Geburt des Christentums war, hat das Christentum einen Geburtsfehler, nämlich den, antijüdisch zu sein. Geburtsfehler sind schwer zu beheben. Manchmal sind sie unveränderlich. Dass diese nicht unveränderlich seien, dafür gibt es Hoffnungszeichen. Danke. Lieber Herr Wenk, vielen Dank. Ich finde es spannend zu sehen, was in den, sagen wir jetzt, 20er Jahren des zweiten Jahrhunderts, wie viele Elemente einer antijüdisch formulierten Identität beieinander sind. Und wenn wir weiter im zweiten Jahrhundert gehen, den Dialog uns mit Tryphon anschauen, dann gewinnt das ja auch nochmal ganz, ganz konkrete Gestalt. Und wie sich das, wie die Elemente, die da sind, wie wir die auch in der Gegenwart feststellen können. Sie haben dieses Beispiel der Nostrifizierung, also dass die Bibel ganz und gar ausschließlich auf die eigene Lebenswelt, auf das eigene, auf die eigene christliche Erfahrung exklusiv gelesen wird, dass sich das immer wieder nach wie vor noch findet, ist ein Beispiel dafür, neben vielen anderen. An dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlich Dankeschön für die Einsichten. Wer mehr wissen möchte, sei, wie gesagt, auf das Buch verwiesen, wie das Christentum entstand. Eine Geschichte mit Brüchen im 1. und 2. Jahrhundert. Es ist sehr gut lesbar, gut zum Nachlesen. Hat auch einen annehmbaren Preis. Auch das hilft. Und dann möchte ich noch auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen, am kommenden Donnerstag um 18 Uhr mit Rabbinerin Ulrike Offenberg, Zeitreise durch das jüdische Jahr. Da geht es um den Adar 2, den zweiten Adar, und dann auch um Purim. Und an Purim ist es ja Brauch, so viel Alkohol zu trinken, bis man nicht mehr weiß, wer Haman und wer Mordechai, wer der Gute und der Böse ist. Und ich finde, dieser Brauch passt doch wirklich gut, leider, in unsere Zeit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Seien Sie behütet. Bis zum nächsten Mal.